Liebe Mitglieder des Vorstandes des BMC, ich möchte mich erstmal bedanken. Als ehemaliger Vorstandsvorsitzender der KBV durfte ich nie nach dem Bundesgesundheitsminister sprechen, auf keiner Veranstaltung. Heute darf ich das als Patient, und das zeigt dann schon auch, dass es tatsächlich hier um Patientenorientierung zu gehen scheint. Sehr geehrter Minister Gröhe, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, als besagter Mandatsträger der Ärzteschaft war ich noch im letzten Jahr Bestandteil der gemeinsamen Selbstverwaltung. Und ich war zutiefst überzeugt, dass wir alle das Patientenwohl im Fokus haben. Und auch immer dann, wenn wir unsere jahrelang eingeübten Verhandlungsrituale in geradezu anankastischer Weise begangen haben. Vorweg, ich bin jetzt Patient und ich glaube nach wie vor, dass die gemeinsame Selbstverwaltung auf das Patientenwohl blickt. Aber ich glaube, dass der Fokus, und das ist mir ein Anliegen, doch etwas unscharf geworden ist und wir ihn anpassen werden müssen. Das hat auch der Bundesgesundheitsminister und Herr Amelung angedeutet. Ja, als Patient mit zweimaliger Reanimation nach Herzstillstand, Stentimplantation, einer chronischen und einer sehr seltenen Erkrankung, Sie merken, ich bin das Pass pro Toto der kommenden Probleme, sowie einem Medikationsplan mit mehr als 5 Medikamenten. Ich habe Ihren Referentenentwurf gelesen, 5 ist eine wichtige Zahl künftig an Medikamenten. Darüber wird noch zu diskutieren sein. Glaube ich auch aus der Patientenperspektive sagen zu dürfen, dass wir eines der modernsten und besten Gesundheitswesen haben. Da interessiert mich dieses Ranking gar nicht, weil wenn Sie wissen, wie das Ranking entsteht, muss ich das hinterfragen dürfen. Der Innovationszugang bei den ärztlichen und auch bei den veranlassten Leistungen, das hätte ich früher nie gesagt, ist eigentlich in der GKV garantiert. Er wird sehr gut gesteuert. Und wenn wir ganz ehrlich wären, trotz aller Unkenrufe, er erfolgt auch sehr kurzfristig im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich glaube sicher sagen zu können, dass diese Innovation Leben retten und ich vor 5 Jahren noch nicht überlebt hätte. Wir können heute viel mehr Leben retten wegen dieser Innovation und vor allem, wir können Leben verlängern. Und das ist ein Verdienst des medizinischen Fortschritts. Und das ist auch gut so. Aber wir müssen uns ganz dringend, und das ist mein Appell, mit dem Fortschritt der Prozesse im Gesundheitswesen beschäftigen. Alle Beteiligten im Gesundheitswesen, ob das Politik ist, auch die Versorgungsforschung, die Selbstverwaltung, ja sogar die Patientenvertretung, beschäftigen sich grundsätzlich immer mit einzelnen Teilschritten und Modulen der Versorgung, der einzelnen ärztlichen, diagnostischen oder therapeutischen Leistung oder einer veranlassten Leistung. Da machen wir HTA-Gutachten, RCT-Studien. Wir diskutieren jahrelang über die Evidenz. Wir haben Qualitätsindikatoren und Richtlinien, aber immer nur zur vereinzelten diagnostischen oder therapeutischen Maßnahme. Ich zumindest, da ich auch die Innenschau erleben durfte, kann sagen, nie zu Versorgungsprozessen. In der Diskussion um Patientenvertretung ist ja Shared Decision Making richtig und gut, auch die Diskussion um den informierten Patienten. Aber was hilft uns das alles, wenn es notwendig wird, und es wird notwendig werden, über die Versorgungssektoren hinweg einzelne diagnostische und therapeutische Teilschritte zu einem Versorgungsprozess zusammenzuschweißen? Und hier werden sich die Schwächen in unserem Gesundheitssystem zeigen, das ja technisch absolut in der Neuzeit angekommen ist, in der Koordination der Versorgungsprozesse und im Case-Management, da hat dann leider das Ranking dann doch recht, sich aber noch im von Sektoren, Interessen dominierten Mittelalter aufhält. Und wer das nicht glaubt, dem empfehle ich mal die Verfolgung der Diskussion um den elektronischen Entlassbrief. Den verfolge ich seit 10 Jahren und es gibt ihn immer noch nicht. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen.
Und wenn der Ordinarius einer der besten Kliniken in Deutschland feststellt, dass eben nur 50% der Patienten mit Reanimation nach Herzstillstand das erste Jahr überleben und man dann nachfragt, Herrn Gigerenze sei dann gedankt, ob das bedeutet, dass man nach einer zweimaligen Reanimation, wie ich das erleben durfte, zu 100% das erste Jahr nicht überlebt, dann erzeugt das zwar hier Situationskomik, aber es offenbart ein Dilemma. Medizinische Innovation rettet, verlängert Menschenleben, aber sie sagt uns nicht, wie wir mit diesem geretteten oder verlängerten Leben umgehen müssen. Und da hilft auch kein Internet, da hilft auch kein Big Data. Da brauchen wir den Arzt, der sich damit befasst. Die einfachen Fragen sind es nämlich, die dann eigentlich interessieren. Was kann ich tun? Welche beruflichen, welche privaten Belastungen kann man sich zumuten? Wie geht man eigentlich mit seinen Ängsten um? Und da kam dann für mich als Patient die große Überraschung. Und ich gestehe Ihnen zu, ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Krankenhaus, ich bin eine Hausgeburt. Weder im Internet noch in der Befragung vieler medizinischer Koryphäen, die mir als PKV-Patienten auch Antwort gegeben haben, es gibt keine Studie, die diese Fragen beantworten kann. Es gibt dann immer den Verweis darauf, ja, wir beschäftigen uns mit solchen Fragen. Vor einigen Jahren hätten sie doch sowieso nicht überlebt. Und die Psychokardiologie, ein Wort, das ich als Funktionär nie in den Mund nehmen wollte, es ist ja noch eine junge Forschungseinrichtung. Herr Pfaff, Ihnen allen bekannt, hat bei seinen Versuchen ja Versorgungsforschung zu beschreiben, zwischen den Teilgebieten der Bedarfsforschung, Inanspruchnahmeforschung, Organisationsforschung, HTA, Versorgungsökonomie, Qualitätsforschung und Epidemiologie unterschieden. Was ich mit meiner Erfahrung ausdrücken will, das ist nur die Mahnung an die Versorgungsforschung, sich doch bitte nicht nur ständig mit HTA und ökonomischen Aspekten zu befassen. Wir brauchen auch eine Bedarfsforschung, die sich mit der Frage beschäftigt, was wir genau an Gesundheitsversorgung benötigen. Und das ist eben nicht nur die technische Innovation in Diagnostik und Therapie. Was bei uns in Deutschland fehlt, das können Sie anders nicht darstellen, ist Case Management. Das wissen wir immer alle, aber wir haben nichts dagegen getan. Weder die Versorgungsforschung noch die Organisatoren der Gesundheitsversorgung, da nehme ich mich selbst bei der Nase, noch unser Normengeber bemüht sich nachhaltig, ein sektorenübergreifendes Case-Management zu etablieren. Im Dschungel der Hochleistungsmedizin, wie ich sie erleben durfte, verirrt sich aber jeder, sogar ein Mediziner und schon gleich ein Ärztefunktionär. Ich glaube, unsere Verantwortung ist es, ein solches Case-Management sehr zeitnah zu etablieren, mit dafür, ich sage das bewusst, mit dafür befähigten Haus- oder Primärärzten. Wir müssen uns auch eingestehen, dass unsere Ärzteschaft vielleicht noch nicht dazu befähigt ist, Case-Management zu machen. Aber lassen Sie mich auch sagen, weil ich zwei namhafte Kassenvertreter sehe. Die Versuche, dass Krankenkassen selber Case-Management machen, sind gescheitert und werden auch in Zukunft scheitern. Wir müssen da zusammenwirken. Wir müssen das etablieren. Wir brauchen eine funktionierende Patientenakte. Und ich sehe jetzt wirklich über 10 Jahre zu, und ich will nicht den Haushalt der Gematik hier benennen, was passiert da eigentlich? Warum sind wir nicht in der Lage, eine solche Patientenakte zu etablieren? Wir brauchen eine Telematik-Plattform, die dann diesen Namen auch verdient. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das eigentlich jeder Beteiligte im Gesundheitswesen weiß. Man muss jetzt nur mal endlich daran gehen. Und das betrifft auch die leidige Frage, das Wort ist zwar noch nicht gefallen, aber ich nenne es mal des Medikationsmanagements. Wenn Sie so wie ich wegen der nicht verzichtbaren Medikation zweier unterschiedlicher Erkrankungen mehrfach mit unstillbarem Nasenbluten so die ein oder andere Notfallaufnahme aufgesucht haben, wird Ihnen sogar als Arzt die Notwendigkeit eines Medikationsmanagements bewusst und Sie bekommen dann ganz große Lust, dieses Thema nicht auf dem Altar des Streites zwischen Apotheker und Ärzteschaft zu opfern. Und lassen Sie mich noch zu einem weiteren Punkt kommen. Wenn ich mich an die Zeiten erinnere, wo im GBA, in HTA-Berichten
hochkomplexe Materie vermittelt wurde, Vergleichstherapie bei Gliptiden oder was auch immer. Und wir auch noch über die seltensten Nebenwirkungen beraten haben, Vergleichstherapien hin und her gewälzt haben, frage ich mich im Nachhinein, warum wir uns eigentlich nie mit der Frage der Einnahmetreue bei dementen Patienten befasst haben. Glauben Sie denn, dass dieser entscheidende Punkt, ob der Patient auch seine Medikamente nimmt, nicht viel maßgeblicher ist? Ich gestehe ganz offen zu, in der Befragung in meinem Bekanntenkreis, das sind viele Ärzte, die auch krank sind, selbst die schaffen das ja nicht. Aber wir reden über seltene Nebenwirkungen. Und so mancher Blister, und daran sehen Sie vielleicht meine Naivität, den man da so ausdrücken muss, um an das Medikament ranzukommen, stellt ältere Menschen vor erhebliche Probleme. Und ich leide nicht unter Muskelschwund und trotzdem habe ich diese Probleme. Deswegen lassen Sie mich anhand von 4 Thesen meinen subjektiv ermittelten Reformbedarf zusammenfassen. Ich erhebe weder den Anspruch auf Vollständigkeit, Objektivität oder Originalität. Ich will es nur auch mal gesagt haben. Erstens. In Zeiten eines erheblichen Innovationsfortschrittes in der Medizin ist auch ein umgekehrtes Informationsgefälle anderer Art zwischen Patient und Arzt entstanden. Medizintechnik und moderne Pharmakotherapie rettet Leben, aber über den Umgang mit diesem geretteten Leben muss der Dialog zwischen Arzt und Patient stattfinden. Und da wäre die Versorgungsforschung aufgerufen, diesen Bedarf zu quantifizieren und zu qualifizieren. Zweitens, alle Teilgebiete der Versorgungsforschung müssen zeitlich synchronisiert sein. HTA ohne Organisationsforschung, die zum Beispiel die Einführung einer neuen Leistung in die bestehenden Versorgungsprozesse und Strukturen untersucht, ist rausgeworfenes Geld. Meine Damen und Herren, ich kenne keine wissenschaftliche Untersuchung, die sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, wie wir mit dem Nebeneinander von Psychotherapie und Antidepressiva umgehen. Was ist richtig? Versuche, das zu untersuchen, auch in der Selbstverwaltung sind bisher immer gescheitert. Wir müssen, und das ist meine große Sorge beim Innovationsfonds, wir müssen darauf achten, dass wir das Geld nicht nur für HTA-Gutachten von Innovation ausgeben, sondern auch, und so verstehe ich den Innovationsfonds, für die Untersuchung der Versorgungsprozesse, wie wir sie in Deutschland vorfinden. Drittens, Case Management muss endlich sektorenübergreifend etabliert werden. Da muss ich ja gestehen, dass die aktuelle Gesetzgebung, ich würde es jetzt gerne auf den Gesetzgeber schieben, sogar dafür geeignet ist, dass wir das etablieren. Aber die gemeinsame Selbstverwaltung muss da, glaube ich, im gemeinsamen Bundesausschuss viel mehr als bisher tun. Und viertens, wir brauchen Medikationspläne. Und wir brauchen ein Medikationsmanagement. Die Plattform wird im Moment geschaffen. Aber lassen Sie mich auch sagen, Herr Minister, wenn man sich über 5 Jahre mit der Aktualisierung von versicherten Stammdaten befasst, ist das falsch. Wir brauchen die Karte, wir brauchen diese Plattform für ein sogenanntes Medikationsmanagement. Und lassen Sie mich zum Schluss nochmals betonen, wir haben ein leistungsfähiges, sehr modernes Gesundheitswesen. Und ich bin sehr froh, in Deutschland fast gestorben zu sein. Wir müssen es jetzt dann bloß für die nächsten Jahre vor dem Hintergrund der Veränderung, die wir erleben werden, zukunftssicher machen. Vielen Dank. Applaus